Und herzlich willkommen dieses Mal aus Augsburg. Ich bin zu Gast bei Maximilian Wolf und da ich ja in den letzten Jahren so ganz viel über die Person Maximilian Wolf gehört habe, Marketingerfolge, Maklerbüros, Projektentwicklung, Coaching, wollte ich mir einfach einmal persönlich anschauen, was dieser Mensch so treibt und wie er vor allen Dingen diese verschiedenen, unterschiedlichen Aktivitäten unter einen Hut kriegt. Herzlichen Dank, Maximilian, dass wir heute bei dir sein dürfen. Schön, dass du da bist, Georg. Danke, ich freue mich. Ich bin natürlich auch immer neugierig, wie andere Unternehmer so ihr Geschäft aufbauen, was sie so treiben und was so die Erfolgsgeheimnisse der einzelnen Personen sind. Doch bevor wir zu diesen ganzen Details kommen, vielleicht am Anfang einmal einfach über dich. Du bist ein Augsburger, ist das richtig? Ich bin geboren in Augsburg, gebürtiger Augsburger, war dann mit 12 mal für 6 Jahre in Köln, bin aber dann wieder hier in meine Heimat und ich fühle mich hier wohl. So Augsburg ist so mein bisschen Rheinländer Kulturfreude mit nach Augsburg zurückgenommen. Hat geprägt die Zeit in Köln, war meine Schulzeit, war eine schöne Zeit, Pubertät, tolle Erlebnisse, tolle Erinnerungen an diese Schulzeit, aber jetzt wieder in meiner Heimat. Also könnte ich mir wahrscheinlich auch vorstellen, dass ich mir so die Jugendjahre zwischen 16 und 17 lieber in Köln verbringe wie hier. Aber das wäre wahrscheinlich ein anderes Thema und noch ein viel längeres Interview. Wie war das denn bei dir und der Immobilienwirtschaft? Also bei mir war relativ früh klar, mit 16, 17 Jahren, ich möchte Immobilienmakler werden. Warum das so ist, wäre auch ein eigenes Video. Aber wie kamst du zur Immobilienwirtschaft? War dir das schon immer klar oder gab es da Umwege? Jetzt rückwirkend gesagt, war es eigentlich immer klar, aber es war nie bewusst. Mhm. Ich habe mir mit 14, 15, 16 schon immer die Bellevue gekauft, habe mir diese tollen Häuser angeschaut. Und wie es Leben dann so einen treibt, die Eltern geben einem einen Weg vor und dann geht er erstmal anders. Ich habe dann Schulabschluss gemacht, die mittlere Reife, war jetzt nicht immer der beste Schüler, aber auch nicht der schlechteste. Und mir war relativ schnell klar, ich möchte selbstständig werden. Okay. Also ich sage bewusst selbstständig, ja, weil am Anfang ist man selbstständig. Und habe dann ein Catering-Unternehmen gegründet mit 18, weil meine Mutter im Flieger jemanden kennengelernt hat, der einen Catering-Service in sein Unternehmen hat kommen lassen, um die Mitarbeiter zu verpflegen. Und das habe ich dann bis zu meinem 33. Lebensjahr betrieben. Aber das waren ja schon einmal 10 Jahre in der Selbstständigkeit. Das waren wirklich aber Hardcore-Selbstständigkeit, Nachtarbeit. Ich hatte dann 106 Mitarbeiter zum Höhepunkt. Tag und Nacht, selbst und ständig. Hatte keine Ahnung von Prozessen, von Digitalisierung, Unternehmensführung, Steuerung, Mitarbeiterführung, ganz großes Thema. Weil du ja eingangs in deinem Begrüßung gesagt hast, was ist denn der Erfolg von dem Ganzen? Aber da kommen wir dann nachher dazu. Ja, ich war halt selbst und ständig mit auf und ab wie eine Achterbahn. Kann ich mir vorstellen. Also Catering ist ja nicht nur heute, war damals schon, glaube ich, ein hartes Business. Viele Stunden. Und wie kam dann der Schwenk zum Thema Immobilienwirtschaft? Dank meiner Frau. Ich habe da meine Firma verkauft 2013, weil ich nicht mehr wollte, nicht mehr konnte wahrscheinlich auch. Und habe dann gesagt, so, jetzt ist Schluss. Habe ein Jahr nichts gemacht und habe meine Frau gemeint, jetzt wird es dann irgendwann wieder Zeit. Und habe dann eine Stellenbeschreibung einer Augsburger Hausbaufirma gefunden. Die haben mich dann Gott sei Dank genommen. War dann Vertriebsleiter in Augsburg, München und Landsberg. Du kennst sie. Eine ganz das war so eine Zeit, wo ich das erste Mal von dir gehört habe. Ja, genau. Und wirklich, Marie habe ich ganz viel zu verdanken. Marie Leier war dann Vertriebsleiter und habe dann mit dem Wohnungsbau begonnen, weil da war ich verantwortlich dafür, Grundstücke zu finden, damit eben die Firma Häuser dort bauen kann und vertreiben kann. Also das waren so deine ersten Aktivitäten in der Hausbaufirma, vor allen Dingen Grundstücksakquise, Grundstücke reservieren, mit Eigentümern sprechen, richtig, mit Großgrundbesitzern hier im Augsburger Großraum und dann über den Dienstleister, über die Firma Leier eben Häuser zu projektieren und die Wohnungen dann abzuverkaufen. Ja, das war im November 2015, weiß ich heute noch. Marie hat dann gesagt, ja, eben optionierende Grundstücke und diese Themen. Und dann war mir relativ schnell klar, ich muss ein anderes Modell finden. Weil es gibt viele Menschen, die haben Grundstücke, Geld und es gibt Menschen, die haben Grundstücke. Wenn man die gleich kaufen kann, kommt man aus dieser Optionierung raus. Ja, und dann habe ich mir halt über mein Netzwerk Kapitalgeber gesucht und habe versucht, ein Geschäftsmodell draus zu bauen. Hat dann auch geklappt, auch mit Erfahrung der Firma Leier natürlich. Und dann haben wir im ersten Jahr, ich weiß nicht mehr genau, aber über 60 Häuser, glaube ich, verkauft. Bei normal 35, 40 pro Jahr.
Und das war so der Einstieg in die Immobilienbranche für mich. Also auch hier schon der Einstieg über, sagen wir mal, einen kleinen Paradigmenwechsel. Nicht mehr diese Optioniererei bei den Grundstücken und hoffen, dass man dann schnell genug verkauft, sondern über Investorengelder, Grundstücksankauf und dann, sagen wir mal, ein befreiterer Verkauf und ein befreiteres Marketing. Dann ist dieser Druck weg, dass man auch nicht immer irgendwas hinterherhecheln muss. Dann hat man einen Käufer, dann ist Grundstück wieder weg und all diese Themen, die da entstanden sind. So waren für alle Planungssicherheiten. Es ist ein Geschäftsmodell geworden, weil halt über die regionale Marktpreise Hauspreis und Grundstückspreis eine gewisse Marge da drin ist. Und das war dann die Marge letztendlich für den Investor. Verstehe ich. Und aber irgendwie war es dir dann nicht ganz genug. Ja, das ist halt, wenn man mit 18 sich selbstständig macht, immer dieses Gen hat, Unternehmer zu sein. Also irgendwann wird man ja dann der Unternehmer im Laufe der Prozesse. Ja, dann habe ich zu Marie gesagt, Marie, wäre das in Ordnung? Und ich möchte meinen Weg selber gehen und sagte, ja, das passt. Und dann hat man natürlich auch mehr Marktzugang bekommen, man hat andere Assetklassen kennengelernt. Und so ist halt dieses Thema dann entstanden, dass ich am 1. Juli 2017 gesagt habe, nach meiner Kündigungszeit von 6 Monaten, dass ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin und dann eben die Bricks and Mortar Immobilien gegründet habe. Anfänglich eigentlich nur, um diese Investmentschiene zu betreiben. Damit waren wir, um bei uns irgendwo auch in unserem Ablauf zu bleiben, damit waren wir bei deinem ersten Maklerunternehmen. Nein, anfänglich noch nicht. Also ich bin wirklich gestartet rein über die Projektentwicklung dieser Grundstücksparzellierung. In diesem Laufe der Zeit kam dann, dass man Mehrfamilienhäuser gekauft hat, bis hin, dass wir mittlerweile Neubau von Wohnanlagen machen. Maklertum kam dann, bin mir nicht mehr ganz genau sicher, normal kenne ich Daten, so Anfang 18 aus der Not raus, weil ich musste den Vertrieb gegenüber meinen Investoren. Ich habe das Kapital von Investoren besorgt, habe mit denen eine gemeinsame Gesellschaft gemacht, 50-50. Sie haben das Kapital gestellt und ich habe Finden, Projektieren und Vertrieb gemacht. So eine Dienstleistung dahinter. Weil letztendlich brauchst du alle Dinge gemeinsam, um erfolgreich am Markt zu bestehen. Hat aber dann der Vertrieb nicht mehr geklappt, weil die Projekte zu teuer waren. Weil unterschiedliche Standorte, unterschiedliche Vertriebsqualität. Genau, und dann habe ich gesagt, nein, Vertrieb kann ich, dann mache ich das selber. Okay, das heißt, an erster Stelle stand deine Projektentwicklungsgesellschaft, wo ihr auf eigenen Namen Grundstücke gekauft habt, die an Bauträger weiterverkauft habt, aber auch selber entwickelt habt. Genau. Und dann kam noch dazu, dass ihr über diese Investmentgesellschaft das eine oder andere Mehrfamilienhaus durchgehandelt habt. Genau, das war so der Anfang und dann hat man gesagt, okay, komm, lass uns in München eine eigene Vertriebsgesellschaft aufmachen, die Bricks and Mortar Immobilien. Dann war auch der strategische Unterschied, dass man die Maklerlinie weiter Bricks and Mortar, Stein und Mörtel gelassen hat und hat dann das Investmentgeschäft auf die Holdingstruktur, auf die Mutter, auf die OPM-Beteiligung gezogen. Und jetzt hast du aber bei Bricks and Mortar, soweit ich das verstanden habe und soweit ich das recherchiert habe, ja mehrere Filialen. Du hast in Nürnberg was, du bist in etlichen deutschen Städten bereits präsent. Warum diese Entwicklung jetzt? Mit deinen Investments bist du ja im süddeutschen Raum, sagen wir mal, hauptsächlich vorhanden. Und mit deinem Maklerunternehmen gehst du jetzt aber über den süddeutschen Raum hinaus. Warum? Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich sehr umtriebig bin. Nicht, dass ich irgendwo unzufrieden bin, sondern ich möchte einfach das Game gewinnen. Da geht es mir jetzt gar nicht um das Finanzielle, sondern ich sage einfach, ich möchte den Markt der Immobilienmakler verändern. Ich möchte da einen gewissen Qualitätsstandard reinziehen, ich möchte da auch Ausbildung, wir haben eine eigene Akademie, da können wir dann gleich noch drüber sprechen, einfach darüber auch Marktzugang generieren für die Investments. Und ich habe dann beide Systeme verbunden, vom Makler zum Händler, wo es auch das neue Buch von mir gibt, was ich geschrieben habe, wo es letztendlich darum geht zu sagen, hey, Makler, die Wertschöpfungskette ist noch länger, das sind auch andere Projektentwickler, Bauträger, Fix und Flipper, die verdienen Marge daran. Ist ein ganz eigenes Spektrum an Unternehmertum. Du makelst, ich kann Investments, wir verknüpfen das beide und du partizipierst auch zukünftig nicht nur von deiner Maklermarge, sondern auch von dem Investmentvolumen, was da generiert wird. Und das ist so das Modell, was ich betreibe und das ist einmalig. Und Marktzugang ist der Engpass aktueller Markt und genau deswegen über die Standorte Marktzugang zu bekommen. Und braucht es an der Stelle wirklich noch einen Makler? Also wir haben ja in den letzten Jahren gesehen durchaus, da ist viel Bewegung am Markt. Vor allen Dingen Franchise-Unternehmen aus Amerika, aus Frankreich drängen nach Deutschland.
Aber auch in den Corona-Jahren hat sich das ein oder andere Unternehmen, sagen wir mal so, als Plattform für Einzelmakler im Homeoffice-Bereich entwickelt. Die Banken haben endlich entdeckt, dass Provisionen attraktiver sind wie Zinsen, zumindest momentan, und stürzen sich natürlich auch auf den Vertrieb und auf die Akquise von Immobilien. Warum braucht es an der Stelle noch einen Makler? Aus einem ganz einfachen Grund, ich habe es gesagt, weil wir wollen den Markt revolutionieren. Wenn man unsere Geschichte anschaut, wir haben dann Anfang 18 gestartet. Wir hatten im ersten Jahr 100 Millionen, nicht voll das Geschäftsjahr, Beurkundungssumme. Mhm. Im ersten vollen Geschäftsjahr dann 200 Millionen Beurkundungssumme. Soweit ich weiß, sind das gute Werte, die wir da erzielen. Und das zeigt ja auch, dass der Markt es braucht. Weil wir haben einfach einen Wandel in der Digitalisierung. Naja, sonst hätte es halt jemand anderes gedreht. Also ich glaube ja nicht, dass das... Da gebe ich dir recht. Aber ich meine, letztendlich haben wir bewiesen, durch unsere Standards, durch unsere Qualitäten, die wir haben und die Prozesse, die wir dahinter gelegt haben, dass wir eine Daseinsberechtigung haben. Und wir verändern ihn, gerade was die Digitalisierung anbelangt, neue Vertriebswege für die Verkäufer zu gehen. Und wenn man die Geschichte anschaut, und dann... Wenn man sich das eben mal genauer anschaut, Wachstum kommt ja auch immer von Mitarbeitern. Also ich bin ja mit ganz vielen Unternehmern im täglichen Austausch, im Kontakt, und neben dem Markt ist so in meiner Wahrnehmung die zweite Engpassstelle auch Personal. Also man braucht ja für Wachstum, man braucht als Vertriebsunternehmen im Wachstum Personal. Dieses Personal ist nicht leicht zu finden im Moment in Deutschland. Welchen Zugang wählt ihr denn? Seid ihr ähnlich wie Remax oder wie Engel & Völker? Seid ihr ein Franchise-Unternehmen? Nein. Oder seid ihr eher so wie von Pollen Lizenzunternehmen? Wie kann ich euch da einordnen? Also da würde ich gerne tiefer ausholen, aber ich beantworte die Fragen gleich. Mhm. Also ja, Recruiting ist das Wichtigste überhaupt bei Wachstum. Also neue Mitarbeiter, Wachstum geht einher mit Mitarbeitern. Aber, jetzt kommt es aber, wovon wir uns komplett differenzieren, wir haben eine andere Unternehmenskultur. Du bist heute bei uns hier im Haus, du wirst merken, hier ist ein ganz anderes Lebensgefühl, ein ganz anderes Miteinander, weil wir ein System geschaffen haben auf Augenhöhe. Es ist zumindest erfrischende Freundlichkeit zu verspüren. Das bis jetzt war eine Floskel, aber wenn du nachher mal oben bei uns in die Büros hochgehst, da hängt eine Unternehmensphilosophie, wie wir miteinander umgehen. Du siehst ein Organigramm, wo der Kunde oben steht und der Geschäftsführer ganz unten steht, weil es geht letztendlich immer um den Kunden und nicht um den Geschäftsführer, der sich dann oben meistens positioniert. Der Geschäftsführer ist ja auch derjenige in der Regel mit dem wenigsten Kundenkontakt. Und der unwichtigste, sage ich meinem Team immer, weil letztendlich wir arbeiten alle zusammen, gemeinschaftlich, jeder Einzelne für den Kunden. Und das leben wir hier auch. Und wir haben noch eine Unternehmenskultur, wo genau die Spielregeln fürs Unternehmen sind. Und da setzen wir an, dass wir... Bei uns sind alle festangestellt, also wir haben keine selbstständigen Makler. Auch gleich mal um dieses Thema Scheinselbstständigkeit zu gehen. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Begriff. Also bei euch, bei Bricks & Mortar, die Makler sind alle angestellt. Alle festangestellt. Und wie darf man sich diese Anstellung vorstellen? So wie bei der Sparkasse, so ein Rentenvertrag fürs Leben? Oder ist das eine Anstellung, die bedeutet ein gutes Fixum plus eine Erfolgsprovision? Genau. Ich bin der Meinung, es gibt keine Deckelung nach oben in der Provision und Vertrieb ist nun mal messbar. Und jeder soll Geld verdienen, auch gerne nach oben unlimitiert. Das heißt Fixum und nach oben dann Provision ohne Deckelung. Und das sind die Punkte, die wir leben. Und wir tun wahnsinnig viel für das Team, weil Recruiting ist schwer heutzutage. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass du deinem Team was geben musst, was es so am Markt kein zweites Mal gibt. Und das leben wir hier. Also es ist angefangen, dass wir Team-Events machen, dass wir in Urlaub fliegen gemeinsam auf Firmenkosten. All diese Dinge. Also so eher würde ich jetzt sagen, an der Stelle so das klassische Unternehmen, das sich sieht mit einer Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitern, das jetzt keine Hire-and-Fire-Politik betreibt und was auch nicht einen starken internen Wachstum durch sehr hohe Provisionen schürt oder einen starken internen Wettbewerb. Gar nicht. Also bei uns gibt es intern keinen Wettbewerb, weil wir denken in Rollen und nicht in Personen. Das heißt, wir haben unser Vertriebssystem so aufgebaut, dass es für jede, wir haben 22 Arten der Objektakquise-Möglichkeiten. Also ein Beispiel, Baudeckervertrieb. Unser aus den Investments, unser eigener Neubauvertrieb, Kaltakquise, Social Media, das sind alles bei uns sogenannte eigenen Produktionsstraßen, Fließbänder. Und da sind auch wirklich die Besten drauf,
die diese Art von Akquise mögen und können. Das heißt, bei euch ist es nicht so, dass so eine Person im Prinzip für alles verantwortlich ist. Einkauf, Verkauf, nein. Marketing, Exposé-Aufbereitung und vielleicht auch ein persönliches Netzwerk aufzubauen. Wir trennen alles. Wir denken in Rollen und nicht in Personen, weil ich sage, dann kann ich A, die Prozesskette besser sehen und ich kann effizienter auf diesem Fließband besser sein. Weil wenn ich heute Objektakquise betreibe, Alleinaufträge hole oder Netzwerktermine, dann sind das immer andere Themen, wie wenn ich in Verkauf gehe. Oder wenn ich mich um Social Media kümmere. Genau. Und wir Menschen lieben halt die Komfortzone. Das heißt, wir werden immer das machen, was uns am besten gefällt, aber nicht am effizientesten. Wir neigen tatsächlich dazu. Also ich habe ja schon mit ein paar Unternehmen auch diesen Weg beschritten. In Salzburg zum Beispiel habe ich so ein wirkliches Beispielunternehmen, auch in Berlin habe ich eins, die wirklich von vornherein in diese Rollenbilder gedacht haben. Und die auch vor allen Dingen, und ich glaube, das ist neben den Rollen und der leichteren Ausbildung von Rollen, ist es vor allen Dingen, dass diese Unterteilung auch Karrieremöglichkeiten innerhalb des Unternehmens ermöglicht. Weil in so einem ganz klassischen Maklerunternehmen, wenn da jemand als Makler anfängt, was kann der noch werden? Und das ist aber auch eines der Themen der Unternehmenskultur. Es ist ja ganz wichtig, eine positive Kultur zu schaffen, damit es keinen Wettbewerb untereinander gibt. Klar, Vertrieb ist kennzahlengetrieben. Also wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen, müssen auch unsere Zahlen erreichen. Vorteil über die vielen Standorte haben wir natürlich Vergleichszahlen. Wir haben KPIs, wir sind sehr digital. Also ich glaube, dass wir einer der größten Vorreiter der Branche sind, was es heißt Digitalisierung. Kann ich dir auch nachher mal viele Dinge zeigen. Gerne. Angefangen von Intranet über Kennzahlenanalyse. All diese Dinge, Social Media, wir geben allein über 100.000 Euro im Monat für Facebook-Werbung aus. All diese Dinge zusammen geben diesen positiven Spirit. Und das Modell muss ja funktionieren. Also du kannst ja noch so viel und hire and fire machen, das ist immer eine Momentaufnahme. Aber du musst ja ein System schaffen, damit dauerhaft dieses System oder dieser Organismus auch leben kann. Und auch wachstumsfähig ist. Und wachstumsfähig, ich glaube, das ist ja das Gleiche. Wenn man da noch einmal auf diese unterschiedlichen Standorte reinschaut, also man kann sagen, das ist ein eigentümergeführtes Unternehmen. Genau, das ist auch die Frage, wir sind kein Franchise. Ich persönlich sehe es mir nach, bin kein Franchise-Fan, weil das einfach gewisse Thematiken mit sich bringt, dass spätestens nach 10 Jahren dann die Leute sich woanders orientieren, wenn sie alles wissen und kennen. Bei uns ist es so, wir sind Gesellschafter, sowohl unser Partner wie wir auch, im Verhältnis X. Da würde ich jetzt noch einmal gern näher fragen. Ich habe die Grundkonzeption verstanden. Wenn du allerdings eine neue Stadt aufmachst, sagen wir mal, jetzt machst du ein neues Büro in Stuttgart auf oder in Karlsruhe, wie gehst du da vor? Bist es du oder ist es dein Unternehmen, was diesen Standort aufmacht? Oder arbeitest du dann immer mit lokalen Partnern zusammen, die du in die GmbH reinnimmst? Wie darf man dieses lokale, einzelne Brixen-Mortag-Büro, wie kann ich mir das vorstellen? Also wir haben jetzt erstmal 2 Jahre am Fundament gearbeitet, ohne diesen Wachstum. Wir haben mit Partnerbetrieben getüftelt, an diesen ganzen BWAs, an diesen Muster. Planzahlen und. Jetzt sind wir so weit, dass wir skalieren können. Wir haben einen Expansionsleiter im Unternehmen, der kommt von der Sparda Bank, war dort Leiter Finanzierungen 25 Jahre. Und wir haben einen sogenannten Partner-Avantar entwickelt. Das heißt, mit 60, 70 Fragen, wer ist denn unser perfekter Partner eigentlich? Jemand, der schon gemakelt hat, der eine gewisse Grunderfahrung hat und wir dann mit unserem System draufgehen, weil zum Schluss geht es darum, dass beide mehr haben wie vorher. Das wäre so die ideale Variante natürlich. Und das ist auch bei uns so und wir können jedem Betrieb helfen. Also wir haben Partner, die hatten 600.000, 700.000 reinen Umsatz. Mittlerweile sind sie auf 1,5, 2 Millionen im Jahr. Durch kleine Veränderungen. Durch diese Systemveränderungen oder dadurch, dass ihr auch Objekte, Marketing und neue Akquiseformen mitbringt. Das Ganze. Also das ist nicht nur ein Puzzlestein, das sind natürlich die Systeme, dass wir in Rollen denken, dass wir ein perfektes Tracking dahinter haben und auch sehen, hey, deine Produktionsstraße, Kaltakquise funktioniert nicht, weil du schickst zu wenig E-Mails, du hast zu wenig Telefonate, du hast zu wenig Reinholtermine. Also ihr seid jetzt nicht nur Ideengeber, Marketinggeber, Know-howgeber, ihr fungiert dann schon vor Ort auch als Unternehmensberatung im weitesten Sinne oder verstehe ich das falsch? Das verstehst du zu 100% richtig, weil bei Franchise ist so, der Franchise-Nehmer bekommt sofort Er bekommt seine Handbücher, bekommt ein paar Seminare, aber dann muss er schon laufen. Genau, und bei uns ist es so, wir gehen mit dem Partner die Reise. Und wenn natürlich dann der Laden steht und ein gewisser Umsatz erreicht wird, dann bekommen wir erst.
Und das ist auch so erstmal geben und dann nehmen, eine meiner Philosophien eben auch im Leben. Und wir machen Partnerschaftsmodelle, das heißt, wir gründen dann, wenn der richtige Partner da ist, eine gemeinsame Gesellschaft. Mhm. Und somit sind wir dann wie eine Ehe verheiratet, mit ganz klaren Aufgabenteilungen. Weil ich habe festgestellt, es gibt Aufgaben, die kann man zentralisieren, wie Marketing, Social Media. Da wird es ja jetzt von meiner Fragerichtung her reingehen in die nächste Stufe. Lass uns aber das jetzt noch einmal abschließend sagen. Du findest vor Ort lokal einen Partner, ihr einigt euch über eine Aufteilung innerhalb der GmbH und geht dann gemeinsam mit diesem neuen Standort ins Netz, in die Zukunft rein. Genau. Jetzt hast du es bereits angedeutet. Marketing und das Verständnis und Budget fürs Marketing, das wird ja durchaus in unserer Welt immer diffiziler und auch spezieller. Also der den Marketing-Guru, der alle Kanäle gleich gut bespielt, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Es gibt einen Online-Spezialisten, es gibt einen Spezialisten für Text, es gibt einen Spezialisten für Farbwahrnehmungen und. Jetzt macht es ja durchaus Sinn, in einem wachsenden Unternehmen das Marketing zu zentralisieren. Und das höre ich ja bei euch raus. Genau, wir haben aktuell 10 Leute, angefangen von der Texterin, von Grafikern, von 2 Performance-Marketern, den Olli, unseren Videografen, weil wir sehr Social-Media-affin sind. Wir können unsere Webseiten selber programmieren und bauen. Also wir sind auf niemanden extern angewiesen. Und das ist, glaube ich, auch einer der großen Erfolge, weil wir dadurch natürlich Geschwindigkeit bekommen und eine enorme Sichtbarkeit auch dadurch generieren, wovon wir alle gegenseitig mit unseren Partnern partizipieren. Das heißt, im Prinzip jedes Büro hat am Start ein fertiges Marketingkonzept. Komplett. Und kann sich bei Unterstützungen oder bei zukünftigen Dingen immer auf die Zentrale beziehen. Genau. Wir haben einen eigenen Online-Werbeshop, Werbeartikel-Shop, wo man das Zeug direkt mit Flyer-Alarm verbunden hat, wo dann die Sachen, Visitenkarten, alles eingegeben wird, kommt sofort dann in den Standort, Webseiten, die ganzen Funnels werden gebaut von unseren Performance-Jungs, um auch sofort den Standort in die Sichtbarkeit zu bringen. Und ich glaube, dass die Digitalisierung ja wahrscheinlich der treibende Pol ist, warum wir auch so schnell wachsen konnten. Das kann ich mir nachvollziehen. Sichtbarkeit also kann man sich kaufen. Marketing, Digitalisierung, das sind ja sicherlich die Themen, die die Branche im Moment bestimmen. Jetzt kann ich mir aber durchaus auch vorstellen, der ein oder andere schließt sich vielleicht deinem Netzwerk auch an, weil er durch die Primo, quasi durch die Muttergesellschaft, von vornherein auf Umsatz hoffen kann. Ist das bundesweit so oder ist die Primo vorrangig hier in Süddeutschland tätig bei der Akquise von Grundstücken, bei der Akquise von Aufteilungsobjekten, bei Mehrfamilienhäusern oder ziehst du das auch bundesweit nach? Also wir können nicht über Wasser laufen, sage ich immer. Und das muss natürlich auch alles wachsen, ist wie ein Kind, geht auch nicht zur Welt und geht morgen in die Schule. Wir sind dabei, das national aufzuziehen. Wir haben letztes Jahr am 26. Oktober eine nationale Investmentgruppe gegründet, wo wir ein sehr, sehr hohes 7-stelliges Kapital generiert haben, um national zu investieren, um eben diese Maklerwelt mit der Händlerwelt zu vereinen. Auch das, wir haben die ersten Objekte gekauft, müssen aber auch da noch viel lernen. Aber das ist auch ganz normal geplant auf der Reise. Aber klar, wir wollen dann über die Investments auch die Standorte füttern, weil der Makler bietet was der Gesellschaft an. Natürlich immer im klaren Trittvergleich, also dass das auch marktgerecht alles vonstatten geht. Wir kaufen das, wir entwickeln das, geben es einen Standort zurück, hat der Makler seine zweite Marge mit einem höheren Volumen und dann natürlich noch die Marge prozentual, wie er halt da dann involviert ist, an dieser Marge der Entwicklung. Das verstehe ich. Das halte ich ja grundsätzlich einmal bis jetzt schon für ein sehr cleveres Konzept. Also zum einen einmal über die klassische Projektentwicklung, über das klassische Immobilieninvestment, A, die Vermittlung zu stärken, aber auch der Vermittlung Reichweite zu geben, die man jetzt vielleicht selber gar nicht abdecken kann. Jetzt frage ich mich natürlich schon, du sagst es ja, du bist umtriebig, aber jeder Mensch hat ja auch nur einen gewissen Zeitrahmen. Und ich habe ja so irgendwo gehört, du bist auch hast Kinder, hast auch ein Privatleben. Warum dann noch diese dritte Sparte? Du bist ja, ich kann das glaube ich durchaus formulieren, du bist ja sehr erfolgreich, auch mit Coachings, mit Seminaren, mit Veranstaltungen für die gesamte Maklerwelt. Wie
Wie ist denn das entstanden? Warum auch noch einmal dieses dritte Standbein? Und was mich vielleicht am meisten interessiert, warum dieses Standbein für die Öffentlichkeit und nicht nur für das eigene Unternehmen? Also warum diese Coachings auch für Leute, die nicht bei Bricks & Mortar arbeiten? Warum auch für Menschen, die nicht Kunden bei der Primo sind? Warum stellst du dieses Wissen der Öffentlichkeit zur Verfügung? Natürlich gegen Geld, aber warum ist das ein offenes Geschäft und kein Closed Job? Weil ich glaube, also um das gleich vorne wegzunehmen, die Frage höre ich offen, sehr oft, weil ich glaube, wenn man gibt, bekommt man auch. Mhm. Und der Markt ist so groß, es wird, glaube ich, nie einer schaffen, wie bei einer Steuerkanzlei, wenn ich Mandanten habe, sind das meine Mandanten. Mhm. Aber der Markt, wenn man heute schaut, 7% hat, glaube ich, der größte regionale Marktbeherrscher in der Region, in ganz Deutschland, meistens die Sparkassen. Wir haben in Augsburg die Sparkasse abgelöst, da bin ich besonders stolz in kurzer Zeit. Aber warum nicht immer geben? Also mein Opa hat schon immer zu mir gesagt, Buhr, das ist bayerisch, Junge, 50% von etwas ist mehr wie 100 von nix. Mhm. Und ich habe lieber 20 mal 50% wie einmal 100. Danach lebe ich, danach habe ich das Geschäftsmodell aufgebaut. Aber es hat auch ein bisschen Glück damit zu tun gehabt. Die Idee war damals strategisch zu sagen, okay, wir haben Investments, wir haben die Maklerlinie, wir wollen wachsen, um Investments zu füttern. Mhm. Wie machen wir das? Branden wir jetzt Bricks & Mortar? Sehr schwer, eine Firma in die Gedächtnis der Menschen zu bringen. Mhm. Oder machen wir mich als Personenmarke und verknüpfen damit die Dinge. Also so der Maximilian Wolf in der Öffentlichkeit als der Immobilienexperte. Genau. Und dann hängen quasi die Unternehmen drunter. Genau, das war so die strategische Überlegung. Und dann ist aber folgender Effekt passiert, den keiner wusste. Es war der 1. April 2020. Und dann, wenn 1. April ist natürlich immer ein gutes Datum für sowas. Ja, war kein April-Scherz, aber es war wirklich der Start. Und am 19. März war Lockdown in Deutschland. Mhm. Und das, glaube ich, hat vielleicht noch so ein bisschen damit Glück, aufgrund dieser Situation, dass die Leute Zeit hatten, sich mit Coaching zu beschäftigen. Ja. Und auf einmal hatte ich gemerkt, hoppala, das ist, also wir haben das Geschäftsmodell deswegen gemacht, um Leute zu rekrutieren für den Standort. Ja. Um einfach die Sichtbarkeit in der deutschen Ebene zu bekommen. Mhm. Das war die Ursprungsidee. Mhm. Dass ich aber dann so viele Menschen damit helfen konnte, das war mir gar nicht klar. Wenn man dann Dankesbriefe bekommt, dass die Leute in kürzester Zeit die Dinge auch umsetzen können, ja, dann bin ich ehrlich, hat mich das ein bisschen in meinem Ego auch gefreut. Und es ist auch ein Geschäftsmodell geworden. Also verstehe ich. Mache ich auch das kein Geheimnis. Ist ja auch legitim. Aber ich sage, wenn man Menschen helfen kann, und warum ist es dann nicht verwerflich, dafür auch Geld zu bekommen? Die haben Mehrwert dadurch und verdienen wesentlich mehr, wie es kostet. So, das ist das Ganze. Mhm. Und dann wurde natürlich extremst die Sichtbarkeit gehebelt. Mhm. Und von den beiden Restunternehmen. Genau. Und dann haben wir so unten drunter das Fundament nachgezogen, um jetzt eben diesen großen Wachstum, ich habe alleine mittlerweile 6 Millionen in meiner Internet-Audience, das heißt bei Facebook, Instagram, 6 Millionen Menschen, denen wir die Werbung ausspielen können. Und da haben wir so einen Vorteil dadurch generiert. Und das hat dann natürlich schon auch ein bisschen so das Ganze zu einem System gebaut. Mhm. Und dann kam natürlich auf deine Frage zurück, intern die Primo. Wir haben dann natürlich auch gemerkt, hoppala, das System funktioniert so gut mit der Akademie. Jetzt können wir die Bricks & Mortar Akademie intern so enorm stärken, um auch diesen Wissensaustausch in unserer Gruppe noch extremst zu erweitern. Und gleichzeitig bei sinkenden Kosten, weil wenn ich die Entwicklungskosten auf 3 Unternehmen verteile, tue ich mir wahrscheinlich und viel. Und das war leichter. So, ich sag mal, das zum Schluss war so 50% angedacht und letztendlich war es dann ein bisschen Glück, auch die ganzen Synergien, die da entstanden sind, zu sehen. Mhm. Und somit sind diese 3 Unternehmensbereiche entstanden. Mhm. Und wenn man sich jetzt den Mensch Maximilian Wolf vorstellt mit diesen 3 Unternehmen, mit der Primo, mit dem Bricks & Mortar, mit dem Coaching, mit der Ausbildung, wo geht so von dir am meisten Zeit? Wo geht so am meisten Herzblut rein? Also es geht Herzblut in die Firma allgemein. Ja. Die meiste Zeit geht wirklich aktuell ins Coaching und in die Standorte, weil da beides zusammenhängt. Wir haben natürlich dann über ein Wachstum gewisse Führungsebenen eingezogen. Mhm. Wir haben jetzt einen Leiter für Investments, wir haben einen Leiter Expansion, Coaching und. Und das muss natürlich alles untereinander wachsen. Und es gibt ja keinen Musterfahrplan, dass du einmal das ziehst, weil es gibt ja 3 Dinge. Es gibt deine Vision, also meine als Verantwortlicher. Dann gibt es das Unternehmen, wie bekomme ich das Wissen ins Unternehmen? Aber auch, wie ziehe ich mein Team mit? Absolut. Wie baue ich das Team auf und wie kann ich die Philosophie auch in mein Team reintragen?
Und das geht ja nie parallel, das geht ja immer versetzt. Und vor allen Dingen braucht man da Unterstützung dazu. Genau. Jetzt höre ich da raus, Maximilian, dass Corona an der Stelle ein Unterstützer war. Und ich kann das auch Vermute ich auch, aber ich glaube es. Aber ich glaube auch, weil die Leute sitzen mehr zu Hause, die Leute haben sich mehr mit sich selber beschäftigt. Und Zoom ist natürlich ein ganz großer Treiber geworden. Man fährt jetzt nicht mehr für die Meetings durch ganz Deutschland oder fliegt, sondern man macht es halt per Zoom. Korrekt, das konnten wir ja bei unserer Akademie genauso feststellen, auch in unserem Format Maklersprechstunde. Aber diese Digitalisierung, nennen wir es einmal so, hat ja jetzt nicht nur dir geholfen. Es sind ja durchaus in den letzten Jahren ein paar Unternehmen entstanden, so hybride Maklerunternehmen. Ich nenne jetzt einmal Homeday, ich nenne jetzt einmal McMakler, ich nenne jetzt einmal Evernest. Ja, aber davon distanziere ich mich komplett. Da hat es ja ein paar gegeben. Ich verstehe, dass du dich distanzierst, aber ich brauche gar keine Distanzierung, das ist mir gar nicht so wichtig, sondern mir aber schon. Wie nimmst denn du diese Unternehmen wahr? Also McMakler ist ja eine Wette auf die Zukunft. Homeday ist eine Wette auf die Zukunft. Also ich habe keine Wette für mein Unternehmen. Ja. Ich sage dir auch warum, weil ich glaube, dass das Immobiliengeschäft immer Mensch zu Mensch bleiben wird. Mhm. Ich glaube aber auch, dass die Digitalisierung einen großen Anteil einnehmen wird, aber eher im Bereich der Sichtbarkeit. Diese Unternehmen wollen ja nur akquirieren, Leads irgendwo produzieren, verkaufen, machen jedes Jahr Millionen Verluste. Wir nicht. Das ist schon sehr wir können uns das ja beide gar nicht leisten, Millionen Verluste. Das also, muss man, glaube ich, auch einmal sagen. Ich bin auch, habe da einen ganz anderen Ansatz wie die. Ich möchte das Unternehmen auch nie verkaufen, sondern ich möchte den Markt verändern. Aber dennoch glaube ich, der Mensch wird im Vordergrund bleiben. Also ich kann mir nie vorstellen, dass man in Deutschland eine Immobilie übers Internet kauft, dann digital das abwickelt über einen Notar und dann... Das kann ich mir vielleicht so bei ein paar Standardprodukten schon vorstellen, aber ich kann mir so eine Erbengemeinschaft oder eine Scheidungsakquise, wo ja durchaus menschliche Faktoren, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind, die kann ich mir natürlich schwieriger vorstellen. Das heißt aber, du siehst dich, was diese Unternehmen anbelangt, für die Zukunft ausgezeichnet gerüstet. Du hast jetzt, ich will jetzt nicht das Wort Angst sagen, aber du siehst dich da überhaupt nicht in deinem Wachstum eingeschränkt. Also A, nehme ich es überhaupt nicht wahr am Markt, ohne arrogant klingen zu wollen. Also wir haben keinerlei Berührungspunkte. Ich weiß auch nicht, wo diese Umsätze herkommen. Mhm. Aber wie gesagt, 7% hat der größte Marktanteilseigner. Die werden auch nie den Markt komplett dominieren. Die werden das Geld verbrennen, wie sie es bisher gemacht haben, ist meine persönliche Meinung. Und deswegen, ich stehe da ganz gelassen. Aber nochmal auf die Digitalisierung. Ich glaube, und das habe ja ich angefangen, ich weiß noch, ich war mit meiner Familie vor 3 Jahren, vor Corona 2019 im Urlaub. Mhm. Und dann hat mir meine Tochter Instagram erklärt, ich hatte keinen Account. Und wenn ich sehe, was sie in diesen 2 Jahren bei mir durch die Digitalisierung getan hat, und deswegen glaube ich, wer jetzt nicht anfängt, das fangen ja auch viele an, merkt man ja. Aber da auch ein Hinweis, die machen es halt leider alle falsch. Viele, ich sehe das ja bei mir selbst auch. Also 95% machen es falsch. Vor Corona war ja auch die Person Georg Ortner höchstgradig offline. Also ich war gut gebucht, ich habe Facebook so ein bisschen für eine Spielerei abgetan, aber jetzt nach Corona muss ich sagen, Facebook ist bei mir der Mittelpunkt und die Schaltzentrale meines gesamten Marketings. Bei mir auch. Also, und wenn man weiß, was es heißt, Digitalisierung, dieses Internet zu verstehen, ich habe es jetzt immer noch nicht ganz verstanden, weil ich habe junge Leute, die sind 20, 22, die erzählen mir, das geht, aber in diesem Retargeting, wenn du diese Leute mal in deine Audience hast, durch Bezahlung gegenüber diesen sozialen Medien, dann hast du diese Leute und kannst hier marketingtechnisch bewerben. Also ich würde jetzt fast sagen penetrieren und dann entscheidet sich derjenige drückt er dich weg oder bist du bei ihm angekommen und dann folgt er dir tatsächlich wichtig. Wenn man Maximilian unser Gespräch zum nahen Ende bringen, die vielleicht wichtigste Frage auch aus deiner Wahrnehmung heraus. Wir sehen ja, dass der Maklerberuf durchaus unter jungen Menschen sehr beliebt ist. Wir sehen, dass viele sich dafür interessieren. Wir sehen aber auch, dass im Endeffekt viele vor dem Schritt haben Angst haben, in ein Maklerunternehmen, in den Vertrieb reinzusteigen. Aus deiner Wahrnehmung, was sind so die wichtigsten 3 Attribute, die so ein Makler
mitbringen sollte, wenn er in das Geschäft startet? Was findest du, sind so die drei wichtigsten Punkte? Also ich könnte jetzt Floskeln sagen, wie die Attribute Fleiß, Durchhaltevermögen. Ich gebe dir ein Beispiel. Also für mich ist das Hartnäckigkeit. Nee, für mich sind es drei Punkte. Sprich? Wissen, Wissen, Wissen. Ach, dann haben wir es ja erledigt. Ja, weil ich sage, und das ist, was ich leider schade finde, der Maklerberuf wird ja oft in Schmutz gezogen in Deutschland, weil es keine Regularien gibt, weil es zu einfach gesehen wird. Und wenn man sieht, dass ja dort das deutsche wichtigste Gut gehandelt wird, die Immobilie, wo viele Menschen ihr Leben lang abbezahlen, wir wollen alle Dächer über dem Kopf haben, dann finde ich es schade, dass man da nicht die Messlatte höher zieht. Und das ist einer der Antriebe, die ich auch habe, das zu verändern, weil da muss einfach mehr Wissen rein. Da kann man nicht einfach nur losrennen. Das sehe ich auch so. Also Hintergrundwissen sehe ich auch so. Aber ich sehe ebenso, dass sich unser Beruf in den letzten Jahren schon sehr gewandelt hat. Wird auch noch mehr sich wandeln. Das glaube ich eben auch. Also zum einen einmal glaube ich, dass unser Beruf vor einer Industrialisierung steht. Also ich glaube durchaus, dass es so Einzelmakler, Kleinstmakler, die nicht wirklich eine Nische bereits gefunden haben, dass die es in der Zukunft sehr schwer haben werden. Und zum Zweiten, und da bin ich jetzt über auf deine persönliche Meinung wirklich gespannt, glaube ich zumindest bei dem derzeitigen Markt nicht mehr so an den klassischen Vermittler, der Prinzessin und Prinzen zusammenführt, also sondern ich glaube eigentlich viel mehr, dass dieses Berufsbild Immobilienmakler sich immer mehr dazu hin entwickelt, dass der moderne Makler zumindest eigentlich nichts anderes ist wie eine hochspezialisierte Werbeagentur für Liegenschaftsbesitzer. Da gebe ich dir zu 80% recht, ja. Das wird definitiv so sein. Also man sieht es ja vom Makler zum Händler. Genau. Der sagt ja schon, hier ist eine Transformation. Denke neu, suche dir neue Akquisewege. Wir haben momentan noch einen Verkäufermarkt. Jetzt muss man gucken, Zinspolitik, wie wirkt sich die auf den Markt aus? Also das ist ja gerade ganz, ganz fatal, was da in Deutschland mit der Zinspolitik passiert. Wir haben eine Verdoppelung der Zinsen. Das wird Auswirkungen haben müssen, kurzfristig. Also das, wenn da nicht wieder irgendwas runterkommt. Und das Gemeine ist ja, es kommt zeitversetzt. Weil die Baukosten laufen erstmal weiter, die Preise steigen. Die ganzen Glücksritter meinen, sie können jeden Preis am Markt durchsetzen. Die ganzen Immocation-Jungs kaufen, wenn es der Checkliste entspricht. Ja, spannend, weil ich möchte jetzt da niemanden zu nahe treten, aber jetzt wird es spannend, weil genau eben habe ich einen Call gehabt, die Kosten sind um 20% teurer bei der Fix- und Flip-Geschichte, also Wohnung kaufen, sanieren. Korrekt. Und auf einmal ist die 20% Marge weg. Genau. So, und jetzt haben dann die auf einmal ihre Immobilien übrig. Können die vielleicht auch nicht mehr finanzieren, weil sie die noch schwer finanziert haben oder mit viel eher ohne viel Eigenkapital. Also es wird alles spannend. Aber ich glaube, für den klassischen Makler, super, derjenigen von Vermittlung und von Transaktionen lebt, sind das eigentlich gute Neuigkeiten. Der wird immer gebraucht, in guten wie in schlechten Zeiten. Deswegen, ich sehe das auch so. Freue ich mich auch da, aber ich gebe dir recht, der Wandel ist vollzogen. Die Makler, die meinen, das, was früher funktioniert hat, wird auch in Zukunft funktionieren, glaube ich, wird sich ändern. Weil die Digitalisierung so eine Macht hat, in die Sichtbarkeit zu kommen. Und das ist meine These, dass jetzt die Anteile verteilt werden. Wer bekommt Kuchen in dieser regionalen Digitalisierung ab? Und wenn man da jetzt nicht anfängt, als Makler umzudenken, man muss jetzt keine 100.000 Euro im Monat in Facebook ausgeben. Aber was sagen diese 100.000 Euro? Mir hat mal ein sehr erfolgreicher Verkaufscoach in Deutschland gesagt, wenn ich mindestens 100.000 Euro in Facebook investiert, hat es nicht verstanden. Habe ich mir gedacht, ja du, das ist... Den Check habe ich gleich geschrieben. Wie soll ich das bitte machen? Ja. Du arroganter Hund, haben wir gedacht. Aber er wollte eins damit sagen. Wenn du weißt, wie Internet funktioniert und nicht immer erst nur draufklopfen, sofort erhalten, sondern über einen langen Sales-Cycle den Kunden vorzubereiten, macht ja jetzt auch Engel und Völkers. Die haben jetzt verkauft an diesen Konzern, damit diese Digitalisierung vorantreibt, damit die vorne die Informationen kriegen, damit er hinten, wenn er da mal jemanden braucht, auch weiß, ah ja, da waren die ja. Und wenn ich 100.000 Euro investiere und weiß, wie Facebook funktioniert, kommt automatisch im Fließband Faktor 5, 6 oder 10 raus. Und dann kann ich auch locker 100.000 investieren, weil ich ja weiß, es kommen mindestens 500 raus. Klar, ich brauche halt nur den Zeitspannen, ich brauche ein bisschen Vertrauen und ich brauche einen Glauben an meine eigenen Zahlen. Und das ist, glaube ich, der Punkt so zum Schluss. Die meisten Menschen geben zu früh auf. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und das Leben und gerade das unternehmerische Leben ist halt eine Reise. Und ich sage immer, bei mir, es gibt Dinge, die kenne ich, es gibt Dinge, die kenne ich und mache ich noch nicht und es gibt Dinge, von denen weiß ich noch gar nichts. Und deswegen, das kann ich so jedem als Tipp geben,
sich um die letzte Sparte zu kümmern, Dinge, die ich noch gar nicht weiß, weil die führen letztendlich zum Wachstum. Und wenn ich mich da auf diesen Punkt stürze, mehr Wissen zu generieren, dann kann ich auch zukünftig langfristig in diesem Konzert mitspielen. Vor allen Dingen gebe ich mir dann die Sicherheit durch das Kennen meiner eigenen Zahlen und meiner eigenen Quoten. Also ich glaube, ganz kurz wichtig, ja? Noch, wer das nicht hat und seine Quoten und Kennzahlen nicht hat, also auch wir haben hier ein digitales System, wo wir alle Verkaufsstraßen, wir wissen, wie viele E-Mails versenden wir pro Jahr, auf die Mitarbeiter, auf die Rolle runtergebrochen, wie viele Rückantworten kommen, wie viele Telefonate, wie viele Termine. Wenn ich das nicht habe, kann ich nicht mehr überleben langfristig. Absolut, sehe ich genauso. Letzte Frage für unser heutiges Interview. Maximilian, du hast ja ein Buch geschrieben, vom Makler zum Händler. Ich habe selber gerade angefangen damit, aber bevor man, der Inhalt ist jetzt für das Interview gar nicht wichtig, also ich glaube, die meisten Teilnehmer können sich das Buch kaufen oder auch bei uns auf der Seite gerne bestellen. Mir ging es vor allen Dingen um diesen Titel. Werden wirklich viele Makler zu Händlern? Also ich habe festgestellt, das ist ein kleiner Prozentsatz, dem viele gerade angestellte Makler oder Systemmakler, die sind eigentlich in ihrer Rolle so zufrieden und können davon auch gut leben, dass die sagen, ich will so den nächsten Schritt gar nicht gehen. Ich will nicht noch mehr Selbstständigkeit. Ich will nicht noch mehr Risiko. Wie nimmst du das wahr? Gebe ich dir grundsätzlich recht. Es gibt immer Menschen, die sagen, brauche ich nicht. Mhm. Aber auch das ist eine Art des Wandels, wenn man diese ganze Branche beobachtet, die du gerade auch da namentlich genannt hast. Es wird halt wahnsinnig viel über Internet publik, dass da noch mehr möglich ist. Und wir nehmen schon wahr, dass es sehr viele Menschen gibt, die da sich zumindest mal interessieren dafür. Mhm. Und Händler heißt ja nicht, dass ich jetzt persönlich damit handeln muss, sondern ich als Makler, es gibt ja die Händlerwelt und die Vermittlerwelt, der Makler. Mhm. Und wenn ich aber jetzt die Identität der Händlerwelt annehme als Makler, gar nicht selber damit handle, sondern einfach mir vielleicht einen Fix und Flipper suche, einen Projektentwickler, einen Baudigger, mit dem seiner Identität als Einkäufer für ihn am Markt agiere, kann ich automatisch meinen eigenen Vertrieb besser füllen und kann Makler bleiben. Wenn ich dann Lust habe zu sagen, Mensch, diese Marge, also, die er dann noch generiert, es geht in dem Buch nicht nur darum, selber Fix und Flip zu operieren, sondern es geht vor allen Dingen, die Nähe zu diesen Menschen zu finden und dann als Multiplikator in Einkauf und in Verkauf aufzutreten. Genau, richtig. Und die Finanzkraft dieser Menschen zu nutzen, um dann seinen eigenen Trichter zu füllen. Das ist eigentlich so, wie ich auch meinen Betrieb aufgebaut habe. Das ist eines der Erfolgsgeheimnisse, das wir ein bisschen umgedacht haben. Wir haben gesagt, okay, immer nur vermitteln ist schwierig, stehe ich im Wettbewerb, ich muss mich neu positionieren, ich muss anders mich am Markt aufstellen. Mhm. Und genau das haben wir mit dieser vom Makler zum Händler. Und wenn ich dann Lust habe und es mir zutraue, dann kann ich selber handeln. Und wenn nicht, kommt er zu uns, dann übernehmen wir die Handelsebene, eher die Vermittlerebene und wir verschweißen. Ich habe auf der Stelle auch schon das Umgekehrte erlebt. Menschen, die angefangen haben, die als Makler sehr erfolgreich sind und dann angefangen haben, selber zu handeln und gesagt haben, ja, durch das Handeln verdiene ich eigentlich mehr wie aufs Makeln, aber ich kann aufs Makeln trotzdem nicht verzichten, weil sonst kriege ich kein neues Produkt. Es gibt kein richtig und kein falsch. Das muss jeder für sich, glaube ich, persönlich in seinem Leben selber entscheiden, was er will und dann letztendlich auch den Weg eingehen. Auch das mache ich im Coaching. Ich sage immer, das sind nur Ideen von mir. Es ist euer eigenes Geld, es ist euer eigenes Leben. Und zum Schluss trefft ihr für euch die Entscheidung. Ich kann euch auf dem Weg unterstützen, aber entscheiden müssen wir Menschen immer alles selber. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, seine eigenen Fähigkeiten zu stärken. Oder es gibt natürlich auch die zweite Möglichkeit, seine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht zu stärken. Und dann bleibt man halt auf dem Stand von gestern. Maximilian. Schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich danke dir ganz herzlich für deine Einladung. Und ich freue mich, wenn uns jetzt die Kamera noch ein bisschen durch den Maximilian sein Büro begleitet.